die Einsatzzentrale der Krefelder Feuerwehr. Wenn hier ein Notruf eingeht, muss es schnell gehen. Leib und Leben könnten in Gefahr sein. Zum Glück sitzt jeder Handgriff. Die Feuerwehrmänner wissen genau, was zu tun ist. Also wir haben zum einen ein hohes Maß an Aus- und Fortbildung im Vorfeld schon bereits. Und dann sind die Kollegen entsprechend ausgestattet mit einer Nomex-Schutzkleidung. Die tragen Atemschutzgeräte mit einer Maske, entsprechend um vor Brandgasen geschützt zu sein. Für jede Aufgabe steht das passende Gerät bereit. Doch beim Einsatz geraten häufig auch die Retter in gefährliche Situationen. Bis dato sind wir darauf angewiesen, dass wir das über Funk zum einen leisten oder über Totenanwarngeräte, die halt akustisch melden. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn wir eine Überwachungsmöglichkeit hätten, dass wir die Kollegen innen deutlich besser verfolgen könnten. Dieser Wunsch ist bei Christian Kapitzer, Senior Consultant bei T-Systems, angekommen. Das Unternehmen hat dazu den Prototypen eines vernetzten T-Shirts, das Connected Shirt, entwickelt. Sobald der Feuerwehrmann sein Atemschutzgerät aktiviert, wird auch das Connected Shirt aktiviert und sendet kontinuierlich die Position und die Lage der Einsatzkraft an den Leitstand. Ein höherer Aufwand ergibt sich dadurch nicht. Wer zum Dienst erscheint, tauscht erst im sogenannten Weißbereich die zivile Kleidung gegen die Uniform. Neu ist lediglich, dass der Feuerwehrmann hier das vernetzte T-Shirt anlegt. Ab hier bleibt alles, wie es ist. Im Schwarzbereich geht's zu den übrigen Ausrüstungsgegenständen wie Helm und Jacke, damit die neue Schicht die Wache übernehmen kann. Das vernetzte T-Shirt ist einsatzbereit. Ja. In das vernetzte T-Shirt sind Sensoren integriert, deren Daten kontinuierlich über das Mobilfunknetz an unsere Cloud gemeldet werden. Und von der Cloud werden sie dann weiterverteilt an die Systeme, zum Beispiel von dem Einsatzleiter. Alarm! Nun muss es schnell gehen. Zum Glück ist die Feuerwehr gut vorbereitet und gut ausgerüstet. Damit sichergestellt ist, dass immer alles einwandfrei läuft, stellt die Feuerwehr hohe Anforderungen an das vernetzte T-Shirt. Also zunächst mal, es muss sehr einfach zu handhaben sein. Das ist auch in der Geschwindigkeit. Ein Einsatz kommt ja plötzlich und unerwartet, sodass es dann handelbar ist einfach. Dann muss es den Herausforderungen des Feuerwehreinsatzes genügen. Das sind Hitze, Nässe, Kälte, die verschiedensten mechanischen Beanspruchungen. All das muss gewährleistet sein, um in den Feuerwehralltag, Einsatzalltag integriert zu werden. Das System ist vollständig installiert, robust und einsatzbereit. Ja, die Feuerwehr selber hat nur ganz geringen Ausbildungsbedarf, Wartungsbedarf, sodass sie sich nicht mit der Technik beschäftigen müssen, sondern einfach nur von den Ergebnissen profitieren. Es brennt. Der Einsatzleiter entsendet den ersten Löschtrupp. Doch von 3 Feuerwehrleuten, die das Gebäude betreten haben, kommen nur 2 zurück. Der Blick aufs Tablet verrät, was passiert ist. Ein Feuerwehrmann liegt am Boden. In dem verrauchten Gebäude ist er nicht zu sehen. Doch dank der integrierten Inertialsensoren kann das vernetzte T-Shirt die Position des verunglückten Retters im Gebäude ermitteln. Die Sensordaten werden im T-Shirt schon verarbeitet und dann über die Mobilfunkverbindung an die Cloud übertragen. Und von da wird sie dann weiterverteilt an die verschiedenen Anwendungen. Der Einsatzleiter erkennt die genaue Position des Kollegen auf seinem Tablet und entsendet umgehend den Rettungstrupp, der den Verunglückten nun nicht mehr suchen muss. Die Rettung gelingt sofort. Ja, das bringt uns genau diese Vorteile. Wenn dieses T-Shirt zum Einsatz kommt, haben wir mit Sicherheit eine Verbesserung der Sicherheit der Kollegen. Das steht ja für uns immer an erster Stelle. Nicht nur, dass wir andere Menschen retten, sondern dass wir selber auch möglichst unversehrt aus dem Einsatz rauskommen. Und jede weitere technische Erneuerung, die der Sicherheit dient, ist für uns auf jeden Fall hilfreich und erstrebenswert. Was mich an dem Thema begeistert, ist, dass eben diese Technik, die früher sehr, sehr teuer war, jetzt für immer mehr Anwendungen und Produkte verfügbar wird. Und dadurch können wir auch für vertretbare Kosten Einsatzszenarien abdecken, die bisher nicht denkbar waren. Die Feuerwehr ist dabei nur der erste Anwendungszweck des vernetzten T-Shirts. T-Systems sieht vielfältige Chancen, Leben zu retten. Vom Feuerwehrmann über Einsatzkräfte generell, Bergretter, technisches Hilfswerk bis hin zu Hobbysportlern, Wanderern, Servicetechnikern in abgelegenen Anlagen. Ja, wir sehen wirklich einen ganz breiten Einsatzbereich für dieses Produkt.